vorher schon 10 Minuten lang gemischt, ne? Ja, richtig. Hoch oder tief? Hoch. Ja, ist gut. Leute, die tief sagen, haben Komplexe. Das ist so hart. Möchtest du denn anfangen? Natürlich. Gut. Ich halte das mal. Ja, ich halte auch. Ja. Ponder? Ah. Und du? Goblin Guide, Angriff für 2. Kein Land. Hätte man wissen können. Nein. Fertig. Kehr für Sally. Jo. Ich weiß ja, was oben liegt. Na wohl, na wohl. So viel zum einfachen Teil. Fertig. Warte mal. Auf die Hand. Ah. Nicht ins Spiel. Scheiß Teil. Ja, ja. Es ist immer so. Ja, ich bin dann soweit. Ich muss dem Herrn ja auch bei Rampen helfen. Ne? Sonst wird das nix. Thanks, you. Jo. Läuft? Läuft, ja, läuft. Dann, Delta. Fetch. Fetching. Ja. Ich pack den Block weg. Braunfriedhof. Geh ich. Das ist doch merkwürdig, dass du einen schönen Friedhof brauchst. Ne? Dann gehe ich auf 15. Ja. Schon fast gedacht. Dann will er seinen Tyrant benutzen. Indirekt natürlich. Ransom? Ja. Was will der Herr bouncen? Aktion. 3 für dich. Und du? Fetch. Ja. Ich muss ja kein Western, oder? Nö, zufällig.
Irgendwie noch gut überlegt, finde ich. Naja. Hat da einmal keinen Price of Progress. Ja, ja, ja. Ich, doch, du spielst sie selber. Spielst du selber Schaden. Ja, kein Problem. Das kann ich gerade so überleben. Hab ich gehört. So, Dalle. Machen wir jetzt. Ja, ich wäre jetzt fertig. Wusste ich irgendwie, dass ich das ziehe. Ah. Ja. 14. Ransom. Was möchte der Herr denn bouncen? Reaktion. Brainstorm. Kommt. Ja, dann nehme ich mal die Insel auf der Hand und noch ein Days hinterher. Okay. Für das Days. Ach ja, sicherlich, natürlich. Einmal Mac sauber. Einmal ein bisschen Brainstorm. Und fetch. Okay. Na, siehe da, ein Ende. Man glaubt es kaum. Kommt. Ist aber schön. Dann möchte ich angreifen. Nein. Land. Oh. Ist nicht gewünscht, okay? Dann bin ich soweit. Ja, was soll's. Kabaltherapie. Ja, du oder ich? Ich. Okay. Jingi Texas. Zwei Forces, Jin, Exium und Animate Dead. Das ist aber böse. Ja, ja, ist okay. Ich möchte Land bouncen. Ja. Gut. Oh, und Angriff. Ja. Hallo. Ich spiele mal wieder dieselben Länder, das ist echt. Deswegen hast du ja auch nur eins. Das ist echt. Echt merkwürdig. Ja, hier, Attacke und so, ne? Was Bescheid. Oh, Brainstorm. Ja, was machen wir jetzt Schönes? Ich möchte erstmal kommen dann. Jo. Okay. Gezogen. Jo. Und dann bin ich doch zufrieden mit der Welt und fertig. Wohl, warte. Ich muss abwerfen. Ich muss abwerfen. Aber was? Das ist die große Frage. Nimmst du ein paar Fettis? Ich brauche eigentlich alles. In der Erwartung, dass ich so ein Land so viel auf die Hand bekomme. Fettis abwerfen macht immer Sinn, ne?
Du hast keine Kreaturenempfehlung, ne? Nein. Das finde ich fair. Findet der Pferde her, oder was? Ja. Exium. Exium. Müssen wir forcen. Gehe ich ja auf 8. Kann ich selber. Geht er auf 6. Möchte ich forcen, gehe ich auf 7. Ist schon cool, sowas. Aber ist okay, meine beiden Delver sind weg. Nee, ich hatte nur gerade was überlegt. Aber das sage ich dir nach dem Spiel. Okay. Ja, ist so in Ordnung, ist passiert. Passiert. Bauen sich dir mal dein Feld. Ich habe kein Feld. Meine Island. Und den Guide. Wegen dem Zweispiel, ne? Ja, richtig. Ja. Jawohl. Doch. Exhum und Force, zwei Spells. Oh, whenever you cast, ne? Ja, play, das ist cast. Ja, okay, gut, dann ist es okay. Muss nicht resolven. Ja. Ich mach 2. Und du? Jo. So, und jetzt kommt der Bad Lotus und da kommen 3 Lightning Balls an mich tot. Das ist eine gute Frage, muss ich jetzt machen. Na, ich glaube, ich bin tot. Oder? Weiß ich nicht. Doch, ich bin tot, ich habe nicht genug Mana. Scorn! Was wolltest du jetzt eben machen? Ich hatte überlegt, ob ich das so ändern kann, dass ich zwischendurch... Ja, ich weiß nicht, wann der Bounce resolved. Wann das passiert. Wenn du castest. Ja, weil ich hatte noch eine Force auf Hand. Ich hatte mir überlegt, soll ich mir den Tyrant selber bouncen, um das in die Force reinzuhauen? Was steht denn auf dem Tyrant drauf? Another, steht da another permanent oder irgendein permanent? Um ganz ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung. Aber du kannst... Also du kannst ihn Du kannst theoretisch... du kannst es aber nicht vor der Force machen, weil Force ist ja Additional Cost. Das bedeutet, du musst im Grunde schon, wenn du das... Return Target Permanent to his owner's hand. Dann musst du im Grunde schon, wenn du das Exhum castest, den Tyrant auf die Hand nehmen. Ja, ja. Damit du ihn dann in die Force schmeißen kannst. Aber war eh wurscht. Oder nee, warte, du hattest eine zweite Force, aber keine Karte zum Pitchen, oder was? Ja. Aber es wäre eh egal. Dann hättest du es auch bei der zweiten Force noch machen können. Weil ich hätte nur einen Djinn und der Djinn hätte mir auch nicht wirklich viel gebracht. Gut, der Djinn hätte ich meine Hand abwerfen müssen, ne? Ja. Ja, das ist zusammen, wenn ein Tyrant da vorher lag, ist der Djinn dann schon ziemlich gut. Ich meine, im Normalfall ist der Djinn nicht so gut, aber wenn der Tyrant mir vorher alles bounced, ist er halt schon deutlich besser, ne? Und hätte mir nicht so viel Geld, gut, ich war am Anfang ein bisschen screwed, ich hatte am Anfang nicht genug. Hätte ich jetzt den zweiten Landdrop gehabt am Anfang, wäre es auch ein bisschen anders ausgesehen. Ich hatte nur eine Land auf der Chartern. Aber hätte ich dann ins zweite Land legen können, hätte ich vielleicht auch ein Land pro Runde mehr zur Verfügung gehabt. Ich hatte den Schaden, aber ich hatte nicht mehr genug Zeit, das war das Problem. Teilen konnte ich das sowieso nicht vernünftig blocken. Ich habe auch einmal überlegt, ihn abzuschießen. Aber. Nee, das ist zu unsicher. Ja. Alles zu unsicher. Wäre das Brainstorm übrigens durchgekommen, hätte ich mir damit diesen Dings auf oben draufgelegt, diesen Wirbelsturm da, und hätte dann den Tyrant abgeschossen damit. Und versucht, ihn abzuschießen damit. Ich halt wohl. Nein, gefällt mir. Ja, ich halt auch. Delbero, fertig. Mhm. Hallo. Attacke. Jo, fertig. Hast einen Fehler gemacht. Wieso? Du hast nicht selber geguckt. Doch, habe ich.
Ja, war aber kein Hexerei oder Instant. Wenn es kein Hexerei oder Instant ist, muss ich auch nicht vorzeigen. So. Beziehungsweise, ich darf sogar, wenn es ein Hexerei oder Instant ist, aber ich ihn dir nicht zeigen will, kann ich sogar sagen, dass ich ihn dir nicht zeigen will, dann flippt der Delver auch nicht. Und du? Ja, vorzeigst, genau. End of Turn. Möchte ich mal brainstormen? Mhm. Okay. Gelingt. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Ja, Upkeep. Möchte ich den vorzeigen? Kann ich leider nicht spielen. Kein Rotus. Fertig. End of turn. Brainstorm? Jo. End of turn. No. And oh. Hat er bestimmt gerade erst gefunden. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Ich glaube, ich weiß. Du wirst es niemals erfahren. Ich glaube doch. Rainforest. Fetch. Spellpiers. Jo. Oh du. Fetch in der Plan. Und alle fragen sich, warum fetcht der Mann jetzt? Wir sind im Legacy, ich darf fetchen, wenn ich will. Richtig, aber ich wollte das Basic Land oben von der Wild. Ja, jetzt kommen wieder die Vorträge. Ja, bla bla bla, die Vorträge. Bla, 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 bla. Natürlich, aber es muss auch so sein. Trigger. Oh. Tja, das ist aber ganz schön mies. Attacke. Für Quadro. Jeder so, wie er es verdient hat, ne? Richtig. Ponder. Ja.
Zwilling. Ich muss gerade noch mal einmal kurz in mein Deck gucken. Einser hat es mich gerade. Hm, welche Karten spiele ich eigentlich? Was für Karten sind eigentlich drin? Keine Ahnung. Wo ist der Joker? Wo ist der Joker? Wo ist die... Wie heißt das nochmal bei Dings? Wie heißt dieses Kartenspiel nochmal? Skippo? Wo ist der Skippo? Wo ist der Skippo? Der Skippo verwandelt sich in alle Karten, die ich haben will. Ja. Man denkt auch, oh, ich habe einen Skippo. Oh, ich habe noch einen Skippo. Ja, so geht das ganze Spiel eigentlich, ne? Ja. Wenn wir ehrlich sind. Und nur die coolen Kinder kriegen die Skippos. Richtig. Hey, auf der Hand. Fertig. Was soll das denn jetzt hier werden? Keine Ahnung. Delver-Armee. Okay. Und du? Ja, vielleicht habe ich jetzt mal ein bisschen Glück hier. Fertig. Auf. Glücklich. Nimmt da? Ja, nehme ich. So, wir werden da so ein bisschen auftanken. Und du? Auftanken. Snapcaster Mage. Auf Brainstorm. Und dann geht auch nicht. So ein Held, der weiß ich selber. Na, das haben wir schon mal Leute Snapcaster Ponder gemacht. Ist der Herr damit einverstanden? Obwohl, nein, hier kommt so. So ja, hat natürlich nicht geklappt hier. Ja, geil. Zwei oben drauf. Zack und zack. Nicht gefetcht. Mein Turn. Delver Trigger. Ja, ja. Spiel ruhig. Ja, mach ich sogar. Miracle. Auf dich. Obwohl, warte. Doch, auf dich. 5. Ja, warte mal gerade. Warte mal gucken. Nee, ja, komm, ist okay. Ist okay. Keine Lust mehr auf ein Spielchen. Gehen wir mal fetchen. Warum auch nicht, ne? Können's ja. Volles Insektendeck habe ich. Fällt mir gerade auf. Hm, so dieser komische Kerl bei Yu-Gi-Oh!, der mir die Insekten gesammelt hat. Richtig. Dieser komischen Brille da. Genau der. Wie die fliegen, ey. Wie die fliegen. Peng. Golden Guide. Ja, das finde ich jetzt alles gar nicht mehr so toll. Deswegen wollen wir mal gerade... Ja, überlegen Sie da. Überlegen. Ja, machen Sie das. Das ist gar nicht so gut. Ja. Du hast... momentan 11 Schaden mit dem 13 Schaden auf dem Board. Du hast 13 Lebenspunkte. Und ich habe eine Handkarte.
Ich glaube, das war's. Geil. Bam. Ja, was soll ich machen? Keine Ahnung. Countern ist teurer als der Schaden, den ich verkrafte. Ja, Counter, beziehungsweise Counter kostet dich einen Lebenspunkt auf dem Goblin Guard. Ja, ich habe die Force aber nicht erwartet. Ach so. Ja, ich bin die ganze schöne Handkarte. Noch ein Riesenwand und noch ein Days und ein Minimate und noch ein Showtel. Ja, ich glaube, ich habe auch das Falsche gesucht. Das falsche Ziel? Oder ja, was hat die? Elish. Elish? Ja, die war so schon so, weißt du. Elish? Elish ist natürlich auch eine feine Sache. Guck mal, was hier steht. Guck mal, steht in 2. Ja, ist richtig. In Zahlen 2. Ja, Lukas, 3-2 Flieger für einen Maler ist auch schon gut genug, ne? Naja. Wohl 3-3 Flieger werden die nur ein bisschen geiler, ne? Sehe ich ein. Ist auch nur ein ekelhaftes Schalentier. Ja, ist richtig. Aber ob es auch kloppt, ne? So, Entscheidungsmatch oder was? Habe ich jetzt gehört? Who knows? Who knows? Vielleicht kommt ja noch eine Verlängerung. Wieso Verlängerung? Steht 1-1. Goblin Guard ist schon geil irgendwie. Der hat jetzt in beiden Spielen gute Sachen gemacht. Fett. Kriegt ein Sternchen ins Heft. Ja. Price of Progress wäre auch gut gewesen. Hast du noch gar nicht gespielt bis jetzt? Ich weiß. Ich hatte es eben einmal oben im. Ich hatte es eben einmal im Brainstorm, aber da war gerade was anderes wichtiger. Obwohl 4 Schaden auf der Mappe ist natürlich auch geil, ne? Oh, der Sturm ist auch geil. Habe ich noch nie gemiracled bis jetzt. Also nur nicht mit dem Deck. Mit anderen Decks schon, aber mit dem Deck noch nie. Also jetzt so gemiracled, dass ich nicht oben drauf gelegt habe. Sonst liegt man ja immer drauf, ne? Jetzt ist das wirkliche Wunder. Das ist dann das echte Wunder, ja. Das andere ist das gefakte Wunder. Das Wunder von Bären. Ja, das Wunder von Ehren ist es. Hier nur böse Karten, ne? Ja, das ist der erste Mulligan des Tages. Oder? Ach nee, halten wir mal. Kann bestimmt was die anderen. Boah. Was soll denn passieren? Nee. Ich hab keine 4 Forces, aber die Hand halt die nicht. Ja, 4 Forces ist so ein bisschen hart. Nee, 4 Forces ist scheiße. Ja, ich weiß. Habe ich gar nichts mehr für meinen Grieselbrand. Ich. Es müssen noch viel mehr Fetchen als Deck finden, gerade wieder ein. Musst du kaufen? Ja, ich weiß. Sind aber teuer. Oh. Richtig hart. Hans Topf. Richtig hart in die Dinero, weißt du? Dinero. Ja, das. Menschen, die Brainstorms proxen, die haben sowieso so eine. Ja, aber. Verkehrte Welt. Aber der Herr. Also, die essen Döner, aber haben keinen Brainstorm zu Hause. Papa. Also. Wollt auch anfangen. Jo. Guck mal. Ja. Fetch. Ja, passiert. Du hast keinen Mana für Steifel, also von daher. Ja, ich weiß nicht. Es gibt, glaube ich, nichts in Magic, wo du für 0. Doch. Oder? Irgendwas, wo du für 0 Mana einfach so Bats machen kannst? Mana im Pool kriegst? Instant? Das fragst du mich, wie ich Kombo spiele? Ja, richtig. Ich weiß es auch gerade nicht. Perfekt. Möchtest du was machen? Ja, wir spielen auch noch. So. Ja. Careful study. Jo. Ey, diese Mainface-Spiele hier. Archon und Animated und Dunk and Go. So. Delta? Jo. Fetch? Jo. Ich weiß, dass du mir die Metz befahren hast. Das ist ziemlich mies übrigens. Tja.
Was sagt ein Mensch mal? Klar, ich kämpfe. Ja, nee, ist klar. Aber irgendwie, die Basics, die passen nicht mehr. Das ist echt. Diese? Ja, das sind doch cool. Ja, geht so. Axiom. Ja, ich möchte ein Response Ransom spielen. Kommt. Der Ransom kommt, ja. Geil. Ja, warum auch ein Ransom Counter? Was weiß ich denn? Was weiß Nur ich? Ein Narr würde das tun. Ein Unwissender. Ein Ungläubiger. So. Ja, kommt. Hallo. Ei, ei, Sir. Fertig. Ja. Des Teufels. Keine Ahnung. Oh nein, auf. Ja, bitte. Und du? Ransom? Jo. Aha. Den Spieler für 3 Mana in Storm Drain. Das wäre nicht so gut. Probieren wir es einfach mal, sonst habe ich verloren. Auf die leere Arkunde. Ein doppelter Lightning Bolt. Richtig. Ja, Force und einen gepitchten Djinn. Asperges. Jupp, gelingt. Eigentlich alles Main 1 gemacht. Ja, natürlich. Wenn ich jetzt angreifen kann. Ja, ja.
wusstest du auch vorher, ne? Klar. Oh, das ist doch ein Witz jetzt. Das ist doch ein Witz. Pass mal auf. Guck mal genau, was ich mache. Er macht doch. Als er mir das gesagt hat, das hat mir der Teufel gesagt. Ja, das ist klar. Jo. Fertig. Kannst du den Schaden auf Kreaturen schießen? Ja, kann ich. Ja, ist ja gar nicht so uncool. Das ist richtig. Angriff. Ja, 8. Und du? Rainstorm. Rainstorm? Ja. Jo. Okay. Fertig. Oh. Ja. Oh, du. End of turn, 2 Schaden für dich. Ah, ich dachte, du schießt dich selber tot. Nein. Ich will es wenigstens noch probieren. Ja. Ah, ich brauche Bounce in dem Deck, Alter. Bounce ist einfach so ultra stark. Ich sag euch, gehört. Ja, ich bin tot. Vorhin das Witzige ist, ich hätte ihn fast sogar nochmal tot gekriegt. Es wären 5 Schaden gewesen, auf denen ich bei einer 6 Widerstand. Reanimate, Exo, ja, Shantel, Days. Guck mal hier. Ja. Hätte, wäre, wenn gewesen. Hätte ich den Arkon noch einfach später treffen sollen.